Hallo aus Berlin. Wir sind hier beim Kongress Frauenzimmer und hier sind lauter Frauen, die etwas bewegen wollen. Eine Frau davon ist Zimmerermeisterin Nadine Jülk. Hallo. Ja. Hallo. Du bist ja stellvertretende Obermeisterin für Baden-Baden und Rastatt. Ja, was macht denn ein Obermeister? Ja, der Obermeister ist das Gesicht der Innung für die Innungsbetriebe, was nach vorne zu bewegen. Und ja, ich bin stellvertretende Obermeisterin und meine Aufgabe in der Innung ist, die Prüfung vorwiegend abzunehmen. Und ja, ich mache das sehr gern, befasse mich gern mit Jugendlichen, ja, um die einfach auch die Nachwuchsförderung nach vorne zu bringen. Ja. Und du hast es vor 8 Jahren bist aufgestanden, hast gesagt, ja, ich will das machen, wählt mich. Und du bist tatsächlich zu deiner eigenen Überraschung ja gewählt worden. Warum war dir das so wichtig, wirklich aufzustehen und zu sagen, ich mache das auch, wenn manche Leute vielleicht gesagt haben, du bist eine Frau, lass es lieber sein? Ja, ich war schon immer ziemlich ehrgeizig und habe gedacht, geht nicht, gibt's nicht. Und es kann mich nur nach vorne bringen. Und einfach, ja, vielleicht auch, dass ich gesehen werde und mir das zutraue und dass die Menschen oder die Mitglieder da, wo gewählt haben, das einfach ja, gespürt haben und gesagt haben, ja, das machen wir mit ihr. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie mehr über Nadine Jülk wissen wollen, schauen Sie auf ihrer Website und die Kernthesen, Inhalte von diesem Kongress finden Sie auf dachfrauen.de. Okay.